Ja, ist das jetzt hier der neue Koi-Spot? Also haben wir jetzt hier endlich die Möglichkeit, wieder Koi-Karpfen zu finden an diesem Spot. Wäre natürlich super. Tagelang schon gesucht, lange keine mehr gefunden. Und jetzt gehen Sie vielleicht rein. Also hoffen wir doch mal, dass sich endlich der Koi-Knoten gelöst hat und endlich wieder ein paar Koi-Karpfen zu fangen sind. Die ersten sind schon reingegangen und die ersten habe ich schon im Kescher und ich habe natürlich wie immer rumexperimentiert, rumprobiert, verschiedene Köder- und Boilie-Kombinationen getestet und versucht hier noch ein bisschen was anderes rauszukriegen als das, was schon gehen soll. C2 Superfreak. Auch richtig nice. Finde ich richtig cool. Den nehme ich auch gerne in ganz groß mit. Das wäre nicht so schlecht. Also schnell wieder raus. Zack, da hinten. Oh, jetzt bin ich aber ziemlich weit drüben gelandet. Egal, werfen wir einfach mal nach dahin. Wird schon. Ja, die Stelle. Gerade die Info bekommen vom Nixon. Der hat hier gerade schon schön einen Wochenrekord nach dem anderen rausgezogen. Sehr, sehr, sehr nice. Und ist auch noch weiter am Rausziehen. Und er sagte, ja, da geht ein bisschen was. Und ich muss das natürlich probieren. Also, Kescher auf und probiert. Ist jetzt natürlich mit viel Testerei und viel Rumprobiererei und anfangs erstmal auch noch komplett ohne Futtermische. Natürlich so ein Ding. Ich habe jetzt angefangen, Futtermische rauszuwerfen. Ich denke, das geht auch ein bisschen mehr jetzt in die Frequenz rein. Aber noch ist das nicht wahnsinnig viel an Frequenz, denn noch teste ich auch eben verschiedene Köderkombinationen. Was halt gut funktioniert und was halt gerade funktioniert hat, ist das Setup hier mit neutralen Pellets. Findet man auch immer wieder in den Rekorden. Was natürlich jetzt hier noch zu testen wäre, wären die anderen Aromen, die man eben auch die ganze Zeit noch in den Rekorden findet. Sowas wie Heilbutt oder vielleicht nochmal hier mit der Erdbeere reingehen. Also oder Tutti Frutti ist auch mal wieder in den Rekorden drin. Dass man das eben noch mit probiert, ohne jetzt eben direkt reinzugehen, komplett auf Pineapple, auf die Ananas. Oder halt direkt auf Ananas gehen. Das sind halt die Möglichkeiten. Beim nächsten Mal, wenn ich mich hier hinsetze, wahrscheinlich morgen, vielleicht später noch, wahrscheinlich morgen, werde ich auf jeden Fall drei Routen mit unterschiedlichen Aromen testen. Am besten alle drei Routen so aufgebaut, also gleicher Aufbau mit Neutralpellet, mit Aromen-Boilie, also Heilbutt, Tutti Frutti und Ananas. Und dann eben, wenn ich weiß, welche Aromatik funktioniert, dann erst eine Futtermische reinwerfen. Anfangs jetzt, wie gesagt, nur mit Ananas, ohne Futtermische. Ja, hat es natürlich ein bisschen gedauert. Es sind aber auch hier die ersten Superfreaks reingegangen. 8 Kilo jetzt bis hier der größte. Und dann ging es langsam los. Die ersten beiden Kois endlich wieder. Hier jetzt auf dem Setup ist das mit dem Snowman Rig. Auftreibende Boilies, also Pop-Up. Und hier auch Pop-Up Spicy Pineapple, also würzige Ananas. Das ist die Aromatik, genau, würzige Ananas. Und die gibt es eben auch in verschiedenen Variationen. Und hier ist das Ganze eben auch nochmal mit Spicy Pineapple, also würzige Ananas. Oder ist es scharfe Ananas? Scharfe Ananas und scharfe Ananas 15. Das gibt es eben hier auch einfach nochmal als Pellet. Und dann eben hier als Boilie. Das bietet allerdings gerade am wenigsten Reaktion. Das heißt, das werde ich gleich nochmal rausnehmen. Und vielleicht auch nochmal eine Kombination machen. Ganz, ganz simpel. Also nur die Basics. Und vielleicht sogar auch einmal noch auf Pop-Up Rig. Ne, ich glaube, ich nehme einmal Snowman Rig wieder. Ich hatte zuletzt Snowman Rig nach langen Überlegungen dann doch endlich mal geskillt. Und dann gehen wir hier nochmal rein in die Ananas 15. Und hier
gehe ich allerdings kleiner rein. Machen wir das mal so. Ananas 15 und dann nehmen wir nur das Maiskorn. Und da ist ja natürlich jetzt die Überlegung, ich glaube, ein Ananas-Mais gibt es nicht, genau. Ob man da jetzt auf Tutti Frutti geht oder eben hier in dem Fall dann auf neutral. Und ich glaube, ich bleibe mal auf neutral. Neutral orange, neutral gelb, neutral fluoreszierend und so weiter. Neutral Flavor Yellow. Ich glaube, ich nehme mal diesen, genau. Und dann bleiben wir hier bei der Ananas. So, also das Ganze auch wieder raus. Zack, schön weit raus. Ja, und wie sich das halt so ergibt, man testet und testet und testet. Zuletzt waren wir ja bei sehr kaltem Wetter eher im ufernahen Bereich, wo das Wasser flach ist, wo sich das eher aufwärmt. Jetzt bei warmen Wassertemperaturen dann doch vielleicht eher im tiefen Bereich. Und dementsprechend, wir ballern eben ein ganzes Stückchen weit raus. 23 bis 25 Meter. Es gibt da jetzt schon verschiedene Infos zu. Aber so 23 bis 25 Meter soll wohl ganz gut funktionieren hier an der Stelle. Und hier haben wir es eben auch direkt auf der Map. Es ist E7. Also Koordinaten 47, 44. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie läuft das? Ich hatte hier so diesen Baum angepeilt. Ich glaube, das geht ganz gut. Wobei das nachts auch immer ein bisschen schwierig ist. Grob einfach Richtung Westen. Die Route hier, die liegt jetzt ein bisschen weiter außerhalb. Normal war ich halt immer so hier in dieser Area auf 23 Meter jetzt die ganze Zeit. Und jetzt heißt es eben trotz allem noch testen, testen, testen und probieren. Ich sehe gerade, der Stani hatte das auch schon direkt gepostet. Jawohl. Also da gibt es auch nochmal einen Beitrag. Allerdings, genau, von einem chinesischen Spieler. Das alles gepostet im Discord. Also Link zum Discord ist auch direkt unterm Video, da einfach nochmal reingucken. Da ist dann die Futtermische auch nochmal beschrieben. Allerdings auch die nochmal ein bisschen anders. Der Nixon hatte mir auch seine Futtermische nochmal geschickt. Und wenn wir hier reingucken, haben wir hier einfach Roggen als Basis. Dann würzige Ananas, einmal geschreddert den Boily. Dann eben vom Ananas, von den Ananas Feed Pellets 12er und 8er. Also wenn man da einfach nach Ananas sucht, gibt es genug. Und hier ist dann drinne Wheat Grain hat er da reingeballert, also die Weizenkörner. Auch mal eine Idee, sehr hochwertiger Köder, dass man den da einfach mal mit reinmischt, warum auch nicht. Und dann eben Ananas wieder als Aroma und raus damit auf 23 bis 25 Meter, wie gesagt. Ja, und dann gucken, was geht. Wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall die Tage nochmal nachtesten, weiter probieren. Teste du doch auch mal, gerne auch, wie gerade schon beschrieben, anfangs ohne eine Futtermische, damit man den Spot nicht direkt beeinflusst, sondern erstmal die Aromen testen. Welche von den momentan populären Aromen laufen am besten? Vielleicht geht ja auch Kokossahne am besten. Oder nur Sahne. Sahne läuft doch immer. Also sowas wie Sahne, Heilbutt, Tutti Frutti, Ananas. Welche Aromatik läuft am besten? Und ich glaube, wenn wir hier jetzt eine Stelle haben, wo zumindest schon mal die ersten guten Wochenrekorde mit Kois endlich wieder gefangen werden, heißt es ja eigentlich nur noch ausprobieren. Und irgendwann haben wir wieder einen schön laufenden Koi-Spot. Tja, das ist es. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles, ne? Setup habe ich ja schon gezeigt. Also mein Setup relativ klein. Ich bin hier mit den Pickerrouten unterwegs, mit den Winkelpickern auf Grundleit. Bin hier jetzt ein bisschen dicker unterwegs. Mit 106 Meter Schnur sollte das immer noch passen. Und dann heißt es jetzt, wie gesagt, testen, testen, testen. Frequenz, ihr seht, bisher noch nicht so der Burner. Der Nixon hat er vorhin geschrieben, schon eine ganz gute Frequenz gehabt, stand allerdings schon über eine Stunde da. Und da war dann bei ihm es ganz ähnlich wie bei mir. Erst die Superfreaks die ganze Zeit und dann auf einmal ging es los mit den Kois. Also heißt es jetzt abwarten und da piept es wieder und hoffen, dass da noch ein bisschen was reingeht. Ja, und es darf auch gerne was Größeres reingehen. Ich werde auf jeden Fall gleich noch weiter testen mit größeren Boilies.
Also da lieber noch mehr auf Frequenz verzichten und dann eben noch mehr auf größere Boilies reingehen, dass dann vielleicht hiervon mal so ein paar dicke Brocken reingehen. Also, Petri Lümmels, toi, 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 zack. Und dann geht der nächste los auf den gerade frisch angesetzten Mais. Jawohl, so soll das. Sollen wir den noch rausnehmen? Komm, den nehmen wir noch eben raus. Eben gucken, was da drauf ist. Es ist ja auch immer spannend, was es ist. Ich will ja eigentlich nur wissen, was da reingeht. Mir sind ja die Fische eigentlich fast wurscht. Ich will nur wissen, was es ist. Den nehmen wir noch mal eben. So. Vielleicht ist es ja der schwarze Koi. Nee, es ist mal wieder ein kleiner Superfreak. Ja, aber ganz simpel, wie gesagt, anfangen. Ohne viel Schnickschnack. Schön mit den Basics. Und dann lübt das irgendwann. Testen, testen, testen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.